Liebe Freunde und Fans von Bad Kreuznach-Lacht, ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe von 4 Antworten und ein Witz mit einer ganz wunderbaren Gesprächspartnerin. Sie ist Bahnrad-Olympiasiegerin und Weltmeisterin unter anderem. Es ist Miriam Welter, hallo. Schön, dass wir uns treffen. Wir sind heute hier in Mainz beim Fahrradaktionstag. Unter dem Thema Fahrradsicherheit steht hier alles. Wie denkst du darüber, gerade auch in vielen Städten, Fahrradfahren wird ja immer moderner und viele steigen um aufs Fahrrad? Ja, in vielen Städten ist man einfach schneller mit dem Fahrrad unterwegs als mit dem Auto. Und ich fahre selbst auch privat viel Fahrrad in der Stadt, um einfach schneller von A nach B zu kommen. Und deswegen finde ich es cool, dass der Aktionstag heute gemacht wird, um einfach den Menschen klarzumachen, wie man sicher durch den Straßenverkehr kommt. Wenn wir mal so ein bisschen über dich sprechen, wann fing die Liebe zum Fahrradfahren an und wann hast du entschieden, das Ganze vielleicht auch im Profibereich auszuüben? Ja, ich bin als Kind schon mit dem Fahrrad ins Leichtathletiktraining gefahren und bin so knapp losgefahren, dass ich jedes Mal fast Radrennen fahren musste, um pünktlich im Training anzukommen. Und habe da schon gemerkt, dass mir Radfahren unglaublich viel Spaß macht. Und dann habe ich 4 Jahre später mit Radsport selbst begonnen und ja, habe da einfach meine Leidenschaft dann wirklich entdeckt. Jetzt mittlerweile bist du ja mehrfache deutsche Meisterin, Weltmeisterin, Olympiasiegerin. Also man kann die Auszeichnungen und Medaillen kaum noch zählen, würde ich mal sagen. Gibt es einen Sieg oder einen Titel, der dir ganz besonders im Gedächtnis bleibt? Das ist auf jeden Fall der Olympiasieg, ganz klar. Man trainiert so viele Jahre darauf hin. Eigentlich kann man sagen, das war schon fast ein Kindheitstraum. Und man will zu den Olympischen Spielen und kämpft dafür, dort eine Medaille zu gewinnen. Und dann da wirklich ganz oben zu stehen, das ist was ganz, ganz Besonderes. Und das ist für mich absolut der größte Sieg auf jeden Fall. Jetzt hast du auch die Schattenseiten des sportlichen Erfolges kennengelernt durch deine Kollegin Christina Vogel. Das ist natürlich ziemlich schlimm gewesen, dieser schwere Unfall und die Querschnittslähmung bei ihr. Ihr seid ja auch immer noch ganz gut befreundet. Steigt man da so ein bisschen mit einer gewissen Angst im Hinterkopf aufs Fahrrad, wenn man selber an sich denkt? Gar nicht. Also man fährt, glaube ich, ein bisschen bewusster. Du musst einfach 100% konzentriert sein, wenn du auf dem Fahrrad bist, zumindest auf der Bahn, aber auch im Straßenverkehr. Da können kleine Situationen entscheidend sein, über einen Unfall oder nicht. Und bei uns auf der Bahn passiert sehr, sehr wenig. Es gibt ganz klare Regeln, die einzuhalten sind. Ich war an dem Tag nicht dabei. Ich weiß nicht, wie der Unfall von Christina passiert ist. Aber ja, man muss einfach versuchen, mit 100%iger Konzentration auf dem Fahrrad zu sitzen, und das mache ich mir jedes Mal wieder bewusst, wenn ich aufs Fahrrad steige. 4 Antworten, ein Witz. Schönen Dank für die Antworten. Eine Sache noch, wir sehen dich heute in Polizeiuniform. Das Ganze hat natürlich auch einen gewissen Grund. Du bist ausgebildete, Polizistin? Ja, Polizeioberkommissarin inzwischen, genau, bei der Landespolizei in Rheinland-Pfalz und da in der Sportfördergruppe. Das ist natürlich super, dass ich über die Polizei so gut unterstützt werde und meinen Sport machen kann. Ohne den Arbeitgeber Polizei wäre das gar nicht möglich, in dem Umfang meinen Leistungssport zu absolvieren. Und darin siehst du auch deine berufliche Zukunft nach dem Sport? Ja, absolut. Und dann hätten wir gerne von Miriam Welte natürlich noch einen Witz gehört, vielleicht sogar der Lieblingswitz, der dir spontan einfällt. Ja, Witze sind schwer, ne? Ich kann mir so echt schlecht merken, aber ich habe einen, der ganz kurz ist. Kommt ein Pferd in die Apotheke, sagt der Apotheker: Mensch, du hast ja ein langes Gesicht. Sehr schön. Dankeschön fürs Interview und weiterhin alles Gute. Danke. Und wir danken nicht nur Miriam Welte, sondern auch all unseren Unterstützern.